Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Monatlich trudeln immer mal wieder Beautyboxen bei mir ein und da stellt sich zu Recht die Frage, ist ja alles schön und gut, wenn da so hochpreisige Kosmetika drin sind, aber lohnen die sich eigentlich? Und in diesem Full-Face-Beautyboxen kann ich euch einfach schon mal zu den dekorativen Kosmetikprodukten so ein bisschen zeigen, in meinem Gesicht, ob das was taucht oder eben nicht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sowohl die Links zu den Produkten als auch zu den jeweiligen Boxen in die Infobox reingepackt. Schau gerne mal rein, falls dich das Ganze interessiert. Und ich starte die Chose mit einem Primer, der war im Glossybox Eye, Osterei drin. Im März 2024. Hier haben wir 10 ml drin. Und das ist der Dewy Skin Vitamin C Glass Glow Primer von CRT London. Die Marke mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Den Primer kenne ich jetzt so noch nicht. Da habe ich auch schon mal einen Fullface zugeschminkt, kann ich mal im i verlinken. Wir hatten da echt viele Produkte immer wieder in Boxen drin enthalten. Und da hat mich interessiert, ob alle Produkte so gut sind, weil mich die Marke tatsächlich positiv überrascht hat. Und ja, ich kann es schon empfehlen. Der fühlt sich relativ fest an, wenn ich den jetzt so verteile. Oh, der gibt aber auch einen schönen Glow. Ist aber ein bisschen öliger unterwegs. Also für ölige Häutchen ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich finde den so von Konsistenz ein bisschen vergleichbar mit dem von, also dieser High Gen von Natasha Denona vielleicht. Aber ich mit meiner trockenen Haut finde den sehr angenehm, um ehrlich zu sein. Er krümelt ein bisschen mit meiner Bodylotion von gestern Abend noch. Ja, also hier am Hals, ne, aber ansonsten geht er echt klar. Eine Foundation-Probe zu dieser Foundation, also in einer kleinen 5 ml Variante hatten wir sowohl in der Notino Holiday Edition als auch in der 2024, die ich glaube ich im März oder im Februar ausgepackt habe. Das ist die Yves Saint Laurent All Hours Foundation. Ich habe die jetzt natürlich in meiner Farbe, ne? Das ist die LC3. Ich weiß nicht, ob die mir jetzt schon passt. Das ist nämlich eigentlich eher so eine Sommerfoundation für mich. Ich glaube, die passt. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zu dunkel noch. Also da muss ich vielleicht noch ein paar Tage warten. Aber ich finde die auch sehr, sehr schön. Und zusammen mit dem Primer gibt es noch mehr Glow hier. Die Foundation hat eine ganz angenehme Konsistenz auf der Haut. Also man spürt sie nicht. Die ist wirklich federleicht. Die hat aber eine mittlere Deckkraft. Das ist jetzt keine Serum-Foundation oder sowas, ne? Und ich finde die auch für besondere Anlässe ganz gut geeignet, weil die auch eine ganz gute Haltbarkeit hat. Aber die deckt wirklich ganz gut Sommersprossen, Rötungen, Unebenheiten aus, ne? Sieht schon sehr, sehr nice aus. Die hätte ich mir wahrscheinlich dann eher in der LC2 für ganzjährig holen müssen. Oder, was ja auch viele von euch schon geschrieben haben, so Aufhellungsdrops damit vermischen. Aber sie ist sehr, sehr nice. Einen Concealer hatte ich jetzt in keiner Box, deswegen nehme ich hier den aus meinem Project Pen. Nabla Regeneration kriegt ihr bei Purish. Da könnt ihr auch mit Claudis Welt 10 immer 10% auf meine Creator-Page sparen, auf meine Favoritenprodukte. Der hat schon eine derbe Deckkraft, ne? Also da wird wirklich alles wegradiert und da braucht man auch nur ganz, ganz wenig von. Also den Primer feiere ich gerade wirklich enorm, ne? Weil ich kannte ja die Foundation schon, weiß, dass sie sehr schön ist. Aber ich finde, die wird noch schöner durch den Primer. Gefällt mir einfach alles sehr, sehr gut in meinem Gesicht. Ich hoffe, dass dieses Produkt das jetzt auch noch unterstreicht, und zwar positiv. Da habe ich nämlich einen Liquid Blush aus der Goodiebox Homie Edition Mai 2024. Das ist von Gosh, der Blush Up Cream Blush in der Farbe 002 Rose. Wir kennen alle diesen wunderschönen Wand. Drücken das Produkt hoch. Und ja, es füllt das Schwämmchen. Uff! Ah, da war eine Luftblase. Oh, das scheint sehr dick zu sein, das Produkt. Interessant. Trage ich mir hier mal auf. Mal gucken. Dann arbeite ich mir das hier mit dem Pinsel ein. Ja, das ist ein Blushleiter, ne? Also man hat hier auf jeden Fall auch diesen Highlighting-Effekt mit dabei. Da spart man sich dann gegebenenfalls den Highlighter, je nachdem, wie intensiv man auch seinen Blush so tragen möchte. Und seinen Highlighter. Weil da jetzt gleich noch Puder drüber kommt, baue ich den natürlich noch ein bisschen auf. Ich finde den eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Mir gefällt die Farbe. Ich glaube, für den Alltag könnte das auch für viele sehr, sehr schön sein. Und die Goodiebox So Me Social Media Edition bekommt man halt nur über den Link in meiner Infobox. Da bekommt man jetzt halt die aktuelle Box, ne? Zu dem jeweiligen Monat, der gerade so angesagt ist. Und da ist der Inhalt dann natürlich auch ein bisschen anders. Ein bisschen ist gut eigentlich komplett, als die reguläre Abo-Box. Meistens hat man da tatsächlich ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier sieht man dann auf dieser Seite quasi, wie das ist, wenn jetzt nicht direkt das Licht drauf scheint. Da sieht man auch wirklich schön den Blush, ne? Muss ich wirklich sagen. Er ist eher zurückhaltend, was jetzt vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er sich natürlich auch mit der Foundation etwas vermischt hat. Und hier sieht man dann den entsprechenden Glow.
Ich finde den schön. Muss ich wirklich sagen, ich hatte erst ein paar Bedenken, ob das was für mich ist. Aber der ist schon nice. In der Blessing-Box im Mai hatten wir von Sophia und Mabey dieses Lippenöl drin, was ich mir jetzt auftragen werde. Das ist hier in der Farbe Beach Please, das Tinted Lip Oil. Dann so ein bisschen Lippenpflege, nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, finde ich immer ganz nice. Der Applikator ist meh. Aber das Lippengefühl ist super angenehm. Mag ich. Also dieses Getönte sehe ich jetzt nicht so unbedingt auf meinen Lippen, ne? Es ist halt eher so durchsichtig. Aber es fühlt sich angenehm an. Ich bin ja immer ein Fan davon, loses Puder zu verwenden, um meine Augen und so ein bisschen auch dort, wo ich die Concealer halt aufgetragen habe, zu setten. Da nehme ich jetzt das von By Terry, das Tinted Hydra Powder. Das verwende ich jetzt einfach aktuell sehr, sehr häufig, ne? Das brauche ich quasi auf. Aber wir hatten jetzt in der Look Fantastic Juni Edition 2 Stück von diesen Trigwell Cosmetics Powder Puffs. Und das werde ich jetzt verwenden, um unter meinen Augen zu setten. Also eigentlich im Prinzip überall, ne? Also da auch und überall und an der Nase und hier und da. Das ist richtig riesig und ich mag die Teile. Also ich habe die normalerweise von Maxim in sehr klein und finde es auch sehr praktisch halt für die kleinen Flächen, die ich dann ja normalerweise auch sette. Aber sowas ist auch ganz praktisch. Das kann man auch gut nehmen, um sich damit abzuschminken und so. Finde ich auch nice. In unserem Trashy hatte ich hier dieses Soft Glam Filter von Catrice Puder drin. Also das ist meins. Das andere habe ich weitergegeben. Ich mag es super gerne. Ich habe jetzt auch schon recht häufig gehört, dass viele das nicht mögen. Ich mag es richtig, 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 richtig gerne. Nehme ich jetzt mal einen kleinen Fluffel und sette damit mein Gesicht. Oh ja, der Blush kommt nach wie vor noch gut durch, ne? Ein wundervolles Puder. Gar kein Verständnis dafür, das nicht zu mögen irgendwie. Aber vielleicht, wenn man halt nicht mag, dass das ein bisschen glowiger ist, weil das ist jetzt nicht todesmatt oder so. Dann hatte ich jetzt letztens erst auch in der Goodie Box So Me Edition aus Juni das Sandstone Produkt drin. Das ist ein Bronzer. Ich habe den nämlich in der Farbe 32 Summer Glow da gehabt. Und ich glaube, in 36 ist er in der aktuellen Goodie Box So Me Edition oder in der Juni Edition. Da passt mir die Farbe eigentlich ganz gut. Nehme ich hier mit dem Pinsel auf und trage mir den auf. Die 36 ist mir einfach viel, viel zu dunkel. Deswegen fand ich es auch ein bisschen schwierig, sowas dann quasi in der Box drin zu haben. Ich meine, gut, ich bin jetzt vom Teint her auch relativ durchsichtig, ne? Also ich bin da jetzt natürlich auch nicht das Maß. Aber ja, also für so Superhelle wie mich ist es dann ein bisschen schade. Wobei man sowas dann natürlich auch zweckentfremden kann als irgendwie, keine Ahnung, Monolidschatten oder so. Aber Bronzer finden wir wirklich relativ selten in irgendwelchen Boxen, ne? Dafür sehr, sehr viele Blushes, Lippenprodukte, tatsächlich auch relativ viele Mascaras. Ja, das nenne ich jetzt mal gebronzt, ne? Oui. Also ja, das hier passt mir schon von der Farbe her, lässt sich auch gut verarbeiten, aber wenn das jetzt noch dunkler wäre, wäre es echt viel zu crazy und das sieht jetzt schon crazy aus. Also ich fühle mich ein bisschen wie ein Reh. Und auch wenn der Blush, also der Liquid Blush noch ganz gut durchkommt, verwende ich jetzt diese Schätzelein von Ofra. Es ist nämlich der Blush in der Farbe Bellini. Und den hatten wir drin in der Pinkbox Mai. Meine Güte, reden kann ich heute nicht. Und ja, das ist so ein mattes Produkt. Den habe ich so vorher noch nirgendwo gesehen und war echt erstaunt, als ich den dann in der Box drin hatte. Der ist nämlich jetzt eher so für sehr helle Häutchen geeignet. Der verleiht dem Gesicht eine gewisse Frische. Ist aber jetzt auch nicht mega krass vorhanden. Also das ist jetzt nicht für die Leute, glaube ich, gut, die jetzt so einen Overblushed-Effekt mögen. Aber für so ein leichtes Topping halt so, ne, auf dem Glowy Liquid, was ich ja auch schon drunter habe, ist der echt nice. Harmoniert eigentlich ganz gut jetzt so, ne. Genau, dann habe ich hier aus einer Beauty Bay Mystery Box, da müsste es jetzt aktuell auch wieder welche geben, diesen Flash Highlighter. Das ist der, den hatte ich aber auch schon vorher in meiner Sammlung. Und der, auch wenn ich jetzt so Glow drauf habe und so, der wird jetzt noch mehr Glow geben. Der ist nämlich krass. Richtig krass. Und ja, wow. Das tupfe ich nochmal kurz ein bisschen ab und dann trage ich mir den auf. Der ist halt richtig heftig, ne? Also das ist, der ist nicht nur zum Spaß da. Den poliere ich auch so ein bisschen ein und der gibt halt so eine Perle ins Gesicht. Ich finde den sehr, sehr schön, sonst wäre er auch nicht mehr in meiner Sammlung. Ist halt für die Momente, wo ich halt einen richtig krassen Highlighter-Effekt haben will. Booyah. Kachanga. Finde ich richtig cool. Und ja, ein Augenbrauen-Farbprodukt hatte ich jetzt nicht drin, weswegen ich den hier von Eveline nehme in der Farbe Taupe. Okay, hier hat der Liquid Blush so ein ganz kleines bisschen die Foundation abgetragen. Auf der Seite nicht, aber auf dieser Seite schon. Das ist schade. Vielleicht rettet das Fixing Spray gleich noch alles. Und ich liebe es ja immer, wenn Glossy Box eine Limited Edition mit Benefit macht, weil da kriegt man echt Produkte von der Marke zu einem Knüllerpreis. Also ja, da habe ich den 24 Hours Brow Setter auch drin gefunden. Den hatte ich aber selber auch noch da. Und ja, das ist jetzt auch meiner. Das ist so die Urmutter der Augenbrauen-Festtacker-Produkte.
Produkte, würde ich mal so sagen. Wir haben hier so ein fancy Bürstchen, was schon immer wieder imitiert wurde, ne? Also quasi so ein ganz flaches, plattgedrücktes. Auf der einen Seite haben wir längere, auf der anderen Seite kürzere Borsten. Das ist halt wirklich ein Augenbrauengel, was dir die Augenbrauenhärchen an Ort und Stelle hält, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und was einfach dafür sorgt, dass da auch keine Bewegung mehr drin ist. Man kann sich da fluffy Brows mitmachen, man kann sich da auch total sleeke Brows mitmachen, wie man möchte. Also ich liebe dieses Teil. Nimm dann immer erst die Seite mit den längeren Borsten, gehe einmal von vorne nach hinten, hinten nach vorne, dann gehe ich mit den kürzeren nochmal durch. Und da habe ich auch genug Zeit für, ne? Und dann kann ich mich hier oben, das, was mir persönlich zu hoch steht, einfach hinlegen und habe damit eine für mich 1A geformte Augenbraue. Mag ich. Man kann halt zum Beispiel auch, wenn man jetzt vielleicht so ganz störrische Augenbrauenhärchen hätte, mit dieser flachen Seite das Ganze hinlegen und da auch nochmal mit drüber gehen. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Ne? Also damit bekommt man halt auch noch mehr Produkt auf die Augenbraue, wenn man das möchte. Aber ich finde das jetzt auf die Art und Weise für mich eigentlich optimal. Und ich mag es einfach so gerne. Ja, jetzt kommen wir schon zur Lidschattenpalette. Da hatte ich, wann war das denn? Weiß ich gar nicht. In der Limited Edition Box von Colourpop gab es, und da gibt es jetzt auch wieder so eine LE Box, gab es eine Lidschattenpalette. Das ist die It's a Mute Pressed Powder Palette. Und damit möchte ich jetzt gerne einen Look schminken. Die ist kunterbunt, da sind sehr, sehr viele Farben drin. Aber man kann hier auch relativ natürlich bleiben, wenn man eher einen Alltagslook schminken möchte. Ich muss mal gucken. Ich werde wahrscheinlich eh in Farbtopf fallen. Ne? Wir starten jetzt erstmal mit so einem kühleren, matten Ton. Bonafide oder Bonafide, weiß ich nicht. Den setze ich mir erstmal so in meine Lidfalte. Wobei der so kühl, also so, weiß ich nicht, so sehr meinem Hautton entspricht, dass man ihn kaum sieht. Dann eben nicht. Ich gehe dann in ein Don't Deny, ich würde ihn als Petrol bezeichnen, Ton rein und setze mir den erst hier außen an. Oh, es wird dann doch etwas dunkler scheinbar heute. Und den setze ich mir dann auch in die Lidfalte. Ja, Colourpop hat schon eine krasse Pigmentierung, ne? Und scheut euch nicht davor, dort zu bestellen. Was man halt bezahlt, sind die Preise, die dort natürlich angegeben sind. Plus 20% Zoll, den gibt man an den Briefträger ab, an den DHL-Boten, der da vorbeikommt, ne? Plus 6 Euro DHL-Gebühr. So ist es auf jeden Fall bei uns. Das ist ein hammerkrasser Ton. Da muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr eskaliere. Ich mache mir den Pinsel so ein bisschen an dem Handtuch neben mir sauber und gehe jetzt nochmal in den Ton Bonafide rein, der ja eben nicht so sichtbar war. Und blende damit hier die Kanten aus. Einfach unter der Augenbraue, damit das Ganze etwas softer wirkt. Ich brauche jetzt eigentlich auch keinen wirklichen Verdunklungston dazu. Ich bin jetzt auch mal mutig und nehme exakt diesen Ton auch für den unteren Wimpernkranz. Das kann halt schnell nach blauem Auge aussehen. Das kann aber auch richtig gut werden. Ich glaube, ich mag das. Dann ist auch schon Zeit für meinen NYX Glitter Glue. Dann habe ich hier so einen absolut seidigen Ton, feels like, so ein wunderschönes Blau. Das möchte ich ganz gerne hier außen hinsetzen. Und Colourpop kann wirklich sehr, sehr gut generell Lidschatten, aber vor allem Schimmer. Das ist wahnsinnig schön, finde ich persönlich. Nach innen setze ich mir den Ton Surrender. Boah, das ist ein ganz, ganz krümeliger, stark pigmentierter Goldschimmerton. Und ich finde, Blau und Gold passen so gut zusammen. Der hält das alles natürlich jetzt noch mehr auf und sieht so königlich aus. Ich ignoriere bei mir immer vollkommen meine generelle Lidfalte, die ja hier ist. Und nehme einfach quasi diese Vertiefung von dem Knochen als meine Lidfalte, weil ich habe ja ein ganz leichtes Schlupflid und ich möchte ja, dass man meine Töne, die ich so auf die Augen packe, auch sieht, wenn ich das Auge öffne. Deswegen ist es immer so ein bisschen meine Guideline. Ich lieb's. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und ja, dieses Petroltönchen möchte vielleicht nicht ganz so deckend sein, weil ich halt das auch sehr, sehr vorsichtig aufgetragen habe. Also es könnte gegebenenfalls, wenn man ganz nah guckt, fleckig wirken. Ist es aber eigentlich nicht wirklich, ne? Also ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Und als Kontrast dazu verwende ich etwas aus der My Little Box im Mai. Und zwar habe ich hier den Catrice Space Glam Highlighter, den ich jetzt einfach mal für mich umfunktioniert habe, generell als Monolidschatten. Denn viele haben mir das empfohlen und das stimmt einfach, dass man das super machen kann. Und der kommt jetzt auch einfach dorthin, wo meine Monolidschatten sind. Und ich, dafür, dass ich keine Monolidschatten mag, habe ich da echt mittlerweile ganz schön viele von. Das ist echt crazy. Aber, ne, dadurch, dass der halt jetzt auch diesen roten
rosa Schimmer mit drin hat, gibt der einen krass coolen Kontrast zu dem Augenlook. Den ziehe ich mir dann hier auch ein bisschen in meine Lidfalte, dass es dann quasi in dieses Blau übergeht, mehr oder weniger. Und auch unten ein ganz kleines bisschen, ne? Und dann nehme ich mir noch ein bisschen was mit dem Finger auf und tupfe das hier in den Innenwinkel, dass es dann auch mit dem Gold ein bisschen fließend ineinander übergeht. Geht schon klar, muss ich sagen. Hat echt was von Paradiesvogel, aber das liebe ich ja. Das mag ich auf jeden Fall leiden. Es ist ein sehr abgefahrener Sommerlook. Kannst aber auch ganzjährig tragen, ne? Ist ja gar kein Problem. Und jetzt kommt ein Eyeliner ins Spiel, aber der kommt einfach aus meiner aktuellen Schminkkiste von Rare Beauty. Ich finde, es sieht einfach immer so anders mit Eyeliner aus, ne? Das Auge sieht wacher aus und geformter. Das ist schon eine feine Kiste. Jetzt kommt aber ein Setting Spray ins Spiel, und zwar von Elemis, das Superfood Multi Mist. Das ist dieses hier, das dürfte auch eine Originalgröße mit 100 Millilitern sein. Kannst du zum Setten, Refreshen, zum Prime, zum Fixieren und alles Mögliche nehmen. Und das hatte ich drin in der Lookfantastic Trending Edition, die ich im April ausgepackt habe. Also der Sprühnebel ist im Prinzip relativ fein. Der ein oder andere dollere Punkt ist mit dabei. Und ja, es riecht leider nach ätherischen Ölen. Das finde ich ein bisschen schade. Das bräuchte ich persönlich jetzt nicht unbedingt haben, weil das nicht so mein Vibe ist. Aber oh, das gibt ja nochmal richtige Feuchtigkeit, Leute. Das finde ich schön. Lässt sich damit vielleicht diese Stelle hier auch ein bisschen korrigieren? Nein, schade Schokolade. Aber es fühlt sich ganz angenehm auf dem Gesicht an. Hat jetzt auch nicht irgendwas Negatives gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass es alles wirklich schön miteinander verschmolzen hat. Ja. Ich verwende jetzt eine Wimpernzange. Da habe ich immer die von Catrice hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt den Einsatz dieser Mascaras nicht bereuen werde. Wir hatten in der Motatos Beauty Box diesen Schatz drin. Die Sky High, die ist halt ziemlich krass unterwegs. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Die ist nämlich sehr schwer abzuschminken. Und in der Lookfantastic Muttertagsedition, die im April rauskam, habe ich hier von Bobbi Brown die Smoky Eye Mascara drin gehabt, in der kleinen Größe. Und ja, das ist einfach 3 Milliliter in der Farbe Black, genau. Mascara Regard Intense. Also die soll einen intensiven Blick verleihen. Da bin ich mal gespannt. Ja, um die Sky High habe ich sonst immer gerne im Bogen gemacht. Aber ich habe sie jetzt mal wieder mit drin. Und deswegen möchte sie ausgetestet werden. Beide sind so tannenbaumförmig. Die Bobbi Brown hat ein Faserbürstchen und die Sky High ein Gummibürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich sag's, wie es ist. Die Sky High Mascara und ich haben halt immer so eine kleine Hassliebe miteinander, einfach weil ich weiß, dass es furchtbar sein wird, sie abzuschminken. Aber die macht halt ein bombastisches Ergebnis, was ich so gerne mag, und die hält halt auch echt gut bei mir. Aber nichtsdestotrotz ist die Bobbi Brown auch eine richtig schöne Mascara. Sie ist aber jetzt nicht so super krass intensiv wie jetzt zum Beispiel die Maybelline, ne? Genau, muss jeder für sich selber entscheiden. Beide trennen schön, beide verlängern schön, fächern schön auf. Ich mag es gerne halt mit mehr Wawawum, deswegen bin ich eher bei der Maybelline Mascara. Aber auch die Bobbi Brown, die sieht sehr, sehr schön aus. Und wer jetzt der Meinung ist, Claudia, zu so einem Look, eine Nude-Lippe ist doch wundervoll, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ich habe hier so ein paar knallerote Lippenprodukte, die ich gerne auftragen möchte. Da habe ich einmal von Surat in der Farbnuance Galocha, oder wie auch immer man das aussprechen soll, diesen Lip Liner. Der war in der Lookfantastic Limited Edition Luxury. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Könnte man theoretisch auch komplett auf die Lippe auftragen als Lippenstift. Mega cremig. Und ich glaube, 1A geeignet für die kommende Adventskalendersaison. Den kann ich mir auf jeden Fall merken. Dann hatte ich hier von Yves Saint Laurent einen Lippenstift drin. Und zwar in der Flaconi Yves Saint Laurent Box. Die gab es schon mal mit dazu, als man einen gewissen Bestellwert erreicht hatte für Produkte von Lancôme, Yves Saint Laurent und. Und das hier ist jetzt in der Farbe Rouge Muse. Hat 1,3 Gramm drin enthalten. Sieht auch wunderschön aus, ne? Und das ist der Rouge Pure Couture Lippenstift. Und der ist natürlich auch in einem wunderschönen zarten Rot. Passt mega mit dem Lip Liner zusammen. Und das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz krasser Look. Hat aber auch was Blaustichiges mit drin, sodass ich etwas weißere Zähne bekomme dadurch, was ich immer sehr begrüße. Und dann war in der Estée Lauder Blockbuster Limited Edition 2023 in der Farbnuance Ruby Quartz ein Limited Edition Lipgloss drin, den ich jetzt natürlich zum Toppen verwenden werde. Denn wenn wir schon rot unterwegs sind, dann ganz intensiv. Wobei man eigentlich hier
genug Gloss und so mit dabei hat. Man muss nur aufpassen, dass das Ding nicht auf die Zähne kommt. Mhm. Oh, das ist mit so einem Pinselchen. Perfekt für alle geeignet, die jetzt noch so einen Vinyl-Touch haben möchten. Sieht auch ein bisschen vampirig aus. Muss ich ehrlich sagen, finde ich aber sehr abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Der Lipgloss fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an, aber man spürt natürlich, dass man jetzt 3 krasse Lippenprodukte auf den Lippen hat, ne? Und man muss natürlich aufpassen, weil das Ganze nicht haltbar ist. Also damit kann man jetzt nicht irgendwie trinken oder sonst irgendwas. Das wird überall hin sich verteilen. Dann hatte ich jetzt noch ein Parfum drin, auch in der Look Fantastic Trend Edition aus April. Und zwar ist das hier das Brazilian Crush von Sol de Janeiro, genau. Die Nummer 68 mit Brazilian Jasmine and Pink Dragon Fruit, ein Perfume Mist. Das ist so eine kleine Variante mit 30 Millilitern und ich meine, dass sie auch aktuell noch dieses Set da haben müssten, wo man, ich glaube, 5 verschiedene von diesen Düften drin hat. Das verlinke ich euch gerne auch mal in der Infobox und da könnt ihr mit Claudie Welt halt drauf sparen, ne? Warum sprühe ich das jetzt zur Seite? Kann ich seitlich riechen? Riecht gut. Riecht halt wie diese, pinke Cremegeschichte, Cremegeschichte auch, ne? Also, oh, da kommt so ein krasser Sprühstoß raus. Oh, ich finde, das riecht super angenehm. Das mag, glaube ich, nicht jeder, weil das hat auch ein Stückchen was von Sandelholz oder so mit drin. Oh, du kriegst da richtig viel drauf. Aber diese Düfte, hallo, halten jetzt auch nicht Ewigkeiten. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass das auch gar nicht so teuer ist, um das mal so zu sagen. Genau, ja, ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Sieht super abgefahren aus, aber ich fühle es. Ich fühle es so sehr. Und ich habe hier auch tatsächlich eine Hose an. Die passend dazu farblich ist, jedenfalls zu meinem Inner Corner Highlight. Und also ein kunterbunter Look. Und ich finde, dass diese dunklen Augen auch ein Stück weit jetzt durch dieses Gold, durch dieses Inner Corner Highlight ausbalanciert wurden und dass die roten Lippen auch schon irgendwie passen. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Sachen euch so am meisten überzeugt haben, was ihr am coolsten fandet und was ihr überraschend vielleicht fandet. Ja, ich fühle mich wohl. Ich werde jetzt so meinen Tag verbringen, noch das ein oder andere Video drehen und gleich aber kurz noch Gäste begrüßen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!